Begeben Sie sich also in diesen Zustand dieses Adi-Yogi, dieses ersten Yogi, der monatelang in der gleichen Haltung sitzt. Begeben Sie sich in den schizophrenen Urzustand vor der Differenzierung, vor den Borderline-Phasen, vor der Abspaltung der Urteilsfunktion, vor der Abspaltung zwischen Körper und Geist, in den Zustand des noch nicht physikalischen Körpers, der noch nicht Leibzeitlichkeit zurück, und vermeiden somit, wie jeder Schizophrene, die Tödlichkeit, die Sterblichkeit, die Unsicherheit. In einer unsicheren Welt ist die Unsicherheit das Sicherste. Er kehrt zurück in diesen Virtualpunkt, der noch nicht unterschieden ist zwischen dem Vorne und Hinten dieses Augenzapfens, zwischen dem Beobachten und Beobachtetwerden, sondern in den regressiven Urozean, in dem deshalb noch kein Tod existiert, weil das Tödliche des Lebendigen sich auch noch nicht ausgefältelt hatte und er einfach alles verweigert, was von Differentiation wäre, indem dieses Denken dann alles Reale abtötet, um sich selbst zu schützen und handlungsfähig zu bleiben. Er muss ja nicht handeln, er ist wie die Anemone, die nach den ersten kurzen Bewegungszyklen sich am Fels festankert und dann als erstes sein Gehirn wieder verdaut, weil das zu viel Energie kostet und der Grill ja auch von selbst vorüberzieht und man nur die Tentakeln ausstrecken muss, um ihn einzusaugen.